Durch die Topografie der Stadt Reutlingen ist es erforderlich, die Stadt in 4 Einzugsgebiete für die Entwässerung einzuteilen. Wir befinden uns hier im Einzugsgebiet Nord. Der gesamte Nordraum der Stadt Reutlingen wird also in diesem Klärwerk Nord hier abwassertechnisch gereinigt. Ein Klärwerk ist eine Art Fabrik, in der aus stark verschmutztem Abwasser wieder relativ sauberes Wasser gemacht wird. Zumindest ist das Wasser so sauber, dass mit einer Restverschmutzung von etwa 1% man dieses Wasser wieder einem Fluss, wie in unserem Falle hier dem Neckar, zuleiten kann, ohne dass es Probleme gibt mit den Lebewesen im Neckar. Ein Klärwerk reinigt das gesamte Abwasser einer Kommune, sämtlicher Einwohner, sämtlicher Industriebetriebe und nicht zuletzt auch das verschmutzte Niederschlagswasser von Straßen. Hier an dieser Stelle haben wir den Gesamtzufluss zum Klärwerk Nord. Das Einzugsgebiet des Klärwerks Nord ist nochmal topografisch unterteilt in 2 unterschiedliche Einzugsgebiete. Und deswegen haben wir hier 2 Zuflüsse in etwa gleich großer Stärke. Von hier aus, wenn diese Zuflüsse zusammengeführt wurden, geht das Wasser in den Geröllfang. Dort ist eine Vertiefung. In dieser Vertiefung sammeln sich schwere Gegenstände, zum Beispiel Geröll, Steine und dergleichen, die wir im Klärwerk nicht gebrauchen können. Anschließend geht das Wasser dann in das Rechenbauwerk und von dort ab geht es dann weiter im Klärverlauf.